Hallo ihr Lieben, herzlichst willkommen wieder hier in meinem Auto-Office. Ich bin's wieder, euer Anton, und ich heiße euch heute herzlich willkommen an meinem 40. Geburtstag. Und wie das so an einem Geburtstag ist, möchte ich natürlich viele Geschenke machen. Und ja, zuallererst, es tut mir leid, dass ich in letzter Zeit nicht mehr dazu gekommen bin, so viele Videos zu machen. Ihr wisst ja, das habe ich im letzten Video auch gesagt, dass ich oft unterwegs war, weil es hier so oft gebrannt hat. Und jetzt hat es gestern Nacht wundervoll geregnet. Hier duftet alles schön nach Wald und Salbei wächst hier viel. Und ja, die Luft ist rein, der Himmel ist bewölkt, gar nicht so blau wie sonst immer. Es ist ein bisschen frisch. Und ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr auch alle frisch seid. Ich habe mich heute zu meinem Geburtstag ja kaum vorbereitet, aber mir sind Sachen eingefallen, die ich gerne mit euch nochmal machen wollen würde, weil wir auch schon wieder 2-3 Wochen mindestens nicht mehr hier gemacht haben. Möchte ich am Anfang eine schöne Erwärmung zusammen mit euch machen, dass wir uns nochmal schön auflockern. Es gibt ja manche unter euch, die machen das täglich, diese Erwärmung, und ich versuche es ja auch täglich zu machen und schaffe es ja auch meistens. Deswegen an euch erstmal herzlichen Glückwunsch. Ich denke, ihr habt euer Leben schon ein bisschen verändert und euch geht es auch viel besser. Und ihr seid lockerer und ihr merkt, dass ihr auch schon vielleicht die Energie ein bisschen besser fließen lasst. Und dann möchte ich euch noch eine persönliche Geschichte erzählen, was mir letzten Montag hier passiert ist, weil ich konnte mich wundervoll von einer ziemlich tief sitzenden Angst in mir befreien. Das ist wundervoll, war halt sehr befreiend und erlösend. Und ja, danach möchte ich euch noch das Qigong mit der Sonne, Qigong del Sol, möchte ich euch gerne noch zeigen, wie das funktioniert, weil das ist eine Möglichkeit, wie wir alle schön viel Energie auftanken können. Und ja, das soll dann so mein Geschenk sein an diesem Tag. In diesem Sinne hoffe ich, ihr seid alle bereit, freut euch, auch mal wieder mit mir zusammen eine Übung machen zu können. Und ja, dann möchte ich auch gleich beginnen. Ich bitte euch, wieder eure Hände über eurem Dungeon zu verschränken. Schließt bitte eure Augen. Die Verbindung der beiden Augen schaut auf die Nasenspitze, von der Nasenspitze zum Herzen, vom Herzen in das untere Energiezentrum, den Dungeon. 3 Finger unter dem Bauchnabel und 5 Finger nach innen ungefähr. Wir beobachten diesen Punkt. Wir verbinden unsere beiden Ohren, horchen auch nach unten in unseren Körper, in den Dungeon. Bei der Einatmung ziehen wir den unteren Bauch ein. Bei der Ausatmung strecken wir den unteren Bauch aus. Einatmen, unteren Bauch einziehen. Ausatmen, unteren Bauch ausstrecken. Einatmen, unteren Bauch einziehen. Ausatmen, unteren Bauch ausstrecken. Dann bleiben wir noch in dieser Ruheposition und beobachten und horchen weiter in unser unteres Energiezentrum.
Augen auf. Dann öffnen wir die Füße. Wir wissen ja, immer die Füße zeigen wie im Dreieck nach vorne, dass wir nicht unsere ganze Energie schenken. So. Wir wollen ja auch erstmal Energie bekommen, die wir dann überhaupt verschenken können. Dann ja, an alle unsere Liebsten und auch natürlich auch an die, wo es nicht so einfach geht, dass wir da auch schöne Energieflüsse haben. Dann nehmen wir die Hände, oh, viel Energie heute, an die Seite unserer Schläfen. Und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8 und 9 und 10 und 1 und 2 und 3. Schön durchschwingen. 5, 6, 7, 8, 9 und 10 und 11 und 12 und 13 und 14 und 15 und 16 und 17 und 18. Bitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Energiefeld aufbauen. Ihr kennt es ja alle schon, deswegen ich zähle jetzt einfach nur durch, dass wir das schön genüsslich und ja, einfach genießen. Viele von euch müssen auch gar nicht mehr hingucken, sondern wissen schon den Ablauf, den wir hier machen. Und jetzt schön die ganzen Gelenke auf und auch immer den Händen hinterher gucken. Gehen wir schön nach oben. Gehen schön nach unten. Nochmal nach oben. Die Sonne kommt jetzt auch heraus. Wunderschön. Was so schön ist, nochmal nach oben. Schön strecken. So, Füße schauen, sind noch richtig. Weil das ist auch wirklich, das ist der erste Weg, um wirklich was zu verändern, Haltung zu begradigen und alles. Ach, tut gar nicht weh, hab mich gar nicht aufgeregt in der letzten Zeit, oder? Oh. Sehr schön. Denn jetzt atmen wir tief ein. Und beim Ausatmen machen wir einen Ton. Schi. Wirklich bis die letzte Luft draußen ist. Weil wenn wir uns vorstellen, wenn wir mal einatmen und ausatmen, das ist wie wenn wir ein Glas immer einfüllen und ausfüllen. Da bleibt unten immer so ein kleiner Rest. Das ist immer diese alte Sache, die wird zwar mal vermischt mit der neuen, aber jetzt machen wir mal komplett das Glas leer und dann schön frische Luft wieder rein oder neue Energie rein, alte Energie raus. Nach rechts, einatmen, einatmen zurück, Kinn auf die Brust. Schi. Einatmen zurück, Kopf in den Nacken. Schi. Brust raus, öffnen den Brustkorb, schieb. Einatmen zurück, nach links, schieb.
Einatmen zurück, nach rechts, schieß. Zur Mitte, einatmen, Kopf auf die Brust, schieß. Einatmen zur Mitte, Kopf in den Nacken und die Brust richtig schön öffnen. Einatmen nach vorne und einen letzten Durchgang. Mitte, nach rechts, Mitte, auf die Brust, schieß. Einatmen, jetzt immer richtig öffnen. Ah, wunderbar. So, dann machen wir weiter. Mit der Massage vom Nacken. Wie verspannt sind wir? Ist alles schön locker. Siebten Halswirbel, alles schön auflockern. Machen wir, kommen wir ein bisschen näher. Schön fest zugreifen. Auflösen. Fest zugreifen, auflösen, fest zugreifen, auflösen. Machen wir jetzt mit der anderen Hand. Zuerst massieren wir uns wieder ein bisschen hier die Halswirbelsäule. Jetzt greifen wir wieder schön zu. Lösen, gehen ein Stückchen höher, greifen zu und lösen, greifen wieder ein bisschen zu und lösen. Jetzt nehmen wir unsere Daumen und gehen hier in unsere Kuhlen rein, wo der Schädel auf unserer Wirbelsäule sitzt, massieren dort schön, da wo es weh tut, dem geben wir ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, lockern das alles schön auf, gehen hier ein bisschen höher, hinter den Sehnerv,
gehen zurück, gehen hier ein bisschen beim Ohr lang, haben hier auch unsere coolen machen wir eine Runde ums Ohr. Und hier schön den Kiefermuskel. Ho, ho, ho. Was haben wir gesagt in der letzten Zeit, was wir vielleicht nicht sagen wollten? Eieiei. Und kommen dann da so Schmerzen raus. Schön alles rausholen. Dann gehen wir weiter bis hier vorne zum Zungenansatz. Ein bisschen da schön. Und dann schön haben wir unsere Lymphe auf. So, seht ihr, jetzt ist die Sonne da. Dann würde ich sagen, gerade weil ich ja an diesem Tag jetzt gerade noch mal älter geworden bin, neues Jahrzehnt, machen wir noch mal ein bisschen Gesicht bügeln, Falten rausbügeln und alles, was da so kommen könnte. Und ja, dazu klatschen wir. Wir machen 36 Mal, dass wir das hier nicht übertreiben und stellen uns noch mal so hin. Ein Fuß nach vorne, den anderen Fuß nach hinten. Dann gehen wir nach vorne. Und klatschen nach hinten. Klatschen, 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 klatschen. Okay? Und eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs und sieben und acht und neun, zehn, elf, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 2, 3, 4, 5, 6 und dann dabei nach vorne und 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 31, 32, 33, 34, 35, 36 und reiben, bis es glüht. Schön reiben, Handchakren auf die Augen legen. Augen in alle Achsen drehen. 1, 2, 3, 4, 5. Anrichtung. 1, 2, 3, 4, 5. Nächste Achse. 1, 2, 3, 4, 5. Andersrum. 1, 2, 3, 4, 5. Und nächste Achse. 1, 2, 3, 4, 5. Und rückwärts. 1, 2, 3, 4, 5. Und nochmal. Hände. Die glühen jetzt viel schneller. Sehen wir Handchakren auf die Schläfen. Und nochmal. Jetzt gehen wir nochmal richtig. Feuer. Und bügeln unser Gesicht schön glatt. Und ziehen uns Energie runter. Lymphe rein, machen Hals nochmal. Oh, schön. Wundervoll. Ah. Uff. Klopfen uns bei der Gelegenheit gleich nochmal ab hier.
hier, wie ist das, Ellenbogen und hier Handgelenke. Ah, da sind immer viele, wie ist das, Energieegel, habe ich dir auf Deutsch jetzt übersetzt. Muss hier mal aufpassen, hier ist das Mikrofon. Wieder zurück. Schön abklopfen da, wo es euch am besten, wo es euch am wohlsten tut. Und die Gelenke immer schön freiklopfen, dass da die Energie fließt. Brust, Bauch, Podex. Rücken, nochmal Popo, Außenschenkel, innen wieder hoch, mal schön Bauch, wuhu, könnt ihr gerne tanzen, lockern. Oh. Oh, sehr schön. So, machen wir die Hände und Brüste abtasten. Brüste ist alles frei, keine Knötchen, alles aufgelockert. Sechzehn, siebzehn, achtzehn und andere Richtung kreisen. Eins, zwei. Jetzt Finger schön hier wieder in unser Dreieck rein. Und jetzt machen wir hier, oh, mal so klappen, wie das mit dem Hemd geht. Jetzt machen wir schön den Brustkorb auf. Wir atmen ein, das ganz nach oben. Und dann öffnen wir und schließen wieder. Einatmen. Zwei. Einatmen bis ganz nach oben, strecken, öffnen und ausatmen. Einatmen nach oben, öffnen und ausatmen. Vier. Einatmen nach oben, öffnen und ausatmen. Fünf. Einatmen. Strecken. Ausatmen. Entschuldigung, machen wir die Augen wieder auf. Ich genieße das hier. So. So wollen wir das alles hier genießen, entspannen und merken. Bei manchen macht das hier vielleicht auch schon Krach. Einatmen. Ganz nach oben. Öffnen. Einatmen. Unter die Augen. Vielleicht geht das. Einfach genießen. Einatmen. Jetzt einen letzten richtig nochmal alles geben. Nach oben. Oh, alles strecken. Brustkorb auf und. Oh. Super. Machen wir jetzt noch die Energie des Bodens. Die nehmen wir und der Umgebung und führen die uns an uns vorbei. Und wir machen wieder einatmen, beim Ausatmen führen wir die an uns vorbei. Ausatmen. Also einatmen, Hände nach hinten, ausatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Ihr könnt natürlich aber über eine Einatmung unseren Bauch einziehen, Ausatmung, den Bauch ausstrecken. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn,
15, 16, 17 und 18. So, das haben wir ja beim letzten Mal gesagt am Strand, dass wir hier diese Lockerungsübung machen. Schön Medizinfäuste und einmal eine Faust geht auf die Niere, die andere geht hier auf den, ist das Herzmeridian? Dann lockern wir uns mal schön auf. Füße gucken weiterhin, dass sie nach hier zeigen. So, Hände über Kreuz, zur Seite ziehen und, oh, da war schon bei der Vorführung. Sehr gut. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 9 und 10. Jetzt den Brustkorb ausbringen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wieder die Energie einatmen und puh, hinten wieder auf diesen 7. Wirbel draufhauen mit der Hand, die Energie, um das alles schön zu lockern und zu befreien. Da haben viele Menschen eine Blockade. Also einatmen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und andersrum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 und 1 und zur anderen Seite immer auf die Hände gucken dabei, 3, 4, auch bei den Kreisen Hände verfolgen, 5, uiuiui, schön, 6, bei mir lockert dieser auch oft hier unten im Beckenraum, die wie heißt die Oberschenkelknochen? 8, 9, 10. Oh, das ist mein Favorit, den machen wir noch ein bisschen weiter. 11, der tut gerade sehr gut. 12, 13, 14, 15, oh, schön. 16, 17. Entschuldigung. Und 18. So, jetzt nehmen wir uns den Energieball, führen wir hinten lang, verschränken die Finger und öffnen unsere Wirbelsäule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habe ich auch gesagt, ne? Am Anfang guckt ihr nach hinten auf eure Hände, zieht es, dann seht ihr jetzt schon wieder nach hinten den gleichen Punkt. Und dann beim Öffnen seht ihr da nochmal hin, dass man immer diesen Fokus hat, ist man auch stabil und nicht so wankelmütig. Eine andere Richtung. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, dann lockern wir hier ein bisschen auf. Pasito tung tung, wie heißt er auf Spanisch? Der tuk tuk Schritt. Dann gehen wir hier nochmal schön mit einem Fuß nach vorne und schieben unsere Hüfte nach vorne. Hier die Leiste sollten wir dabei spüren. Oh, schön. Können
Können wir auch vielleicht dabei massieren ein bisschen. Eieiei. Andere Seite. Hüftkreisen, wieder mit dem Becken über dem Oberschenkelknochen kreisen, ist immer die Idee. Oh, da ist er schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9 und 10. Jetzt wollen wir richtig Schwung haben. 10, 15, 16, 17, 18 und andere Richtung. 3. Genießt es. Genießt es, wenn es frei wird. Oder wenn ihr nahe dran seid. Guckt da, testet da. Wie bin ich da? Ah, da noch ein Stück, da noch ein Stück. Ah, juhu! Ah, sehr schön. Hier hinten zieht es ein bisschen. So, Knie. Hände schön auf die Knie. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18. Strecken. Und nach innen. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oh. Sehr schön. Füße zusammen. Und 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Strecke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, Hände zwischen den Beinen, die Knien reiben. Sie wird schön heiß werden. Gibt's ihn. Hände, oh, hier auf die Knie. Nochmal reiben. Auf die Seiten. So, ich will aufpassen aufs Handy. Machen wir den. Ah, letzte Übung der Erwärmung. 7, 8, 9. Andere Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zurück. 3, 6, 7. Achso, wir wollen ja mit dem Pobacken auf dem Boden, wenn es geht. Dann sind wir am offensten von den ganzen Sachen. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und immer Kontenance, Kontenance. So, schließen wir wieder die Füße, nehmen wieder unsere Hände auf unseren Dungeon. Die Vereinigung der zwei Augen, schaut auf die Nasenspitze, von der Nasenspitze auf das obere Energiezentrum in der Brust, Danjung, und von Danjung in den Danjong. In Danjong machen wir einen Strudel, einen Wirbel, und konzentrieren die Energie. Spannen dabei unser Becken, unseren ganzen Beckenraum an, alle Muskeln, die wir im Unterleib haben, spannen wir an. Und lösen wieder auf. So viel also zur Erwärmung. Und mir ist gerade beim Erwärmen ist mir noch was eingefallen, was wir heute auch noch machen können. Und zwar ist ja bei euch gerade Sommeranfang. Und deswegen dachte ich mir, machen wir doch vielleicht auch noch gleich ein bisschen was
für die Bikini-Figur. Und ja, dafür gibt es das sogenannte Charming-Yoga, wo wir unseren Körper halt richtig zu Hollywood-Reife, zu Stars und Sternchen, über unsere Flecken und Falten aus dem Gesicht bekommen und den Hüftspeck und was wir noch so alles loswerden wollen. Oder wenn wir zu wenig haben, wenn wir zu dürre sind, wo dann da ein bisschen Fleisch und Muskelmasse dann hinkommt, dass wir in die guten Proportionen kommen. Und ich mache das mal kurz vor. Ihr macht am besten gleich mit. Am Anfang sind es Kniebeuge, sage ich jetzt mal, von uns als Deutsche verständlich. Und dazu nehmen wir die Hände an unsere Seite, atmen tief ein in einem großen Bogen. Führen die Hände nach vorne vor unser drittes Auge, wo wir es vermuten. Öffnen. Und führen die Hände so schön weit vom Körper weg. Und jetzt machen wir ganz langsam mit geradem Rücken Kniebeugen. Und dazu gehen wir mit der Ausatmung nach unten. Natürlich immer das Lächeln nicht vergessen. Berühren mit unseren Pobacken unsere Hacken oder den Boden noch besser. Versuchen, dass der Rücken gerade bleibt. Und gehen jetzt mit der Einatmung langsam, ganz langsam wieder nach oben. Zwei. Und wieder nach oben. Oh, macht schon Spaß nach zweien. Machen wir den dritten. Wieder hoch. Vier. Immer lächeln. Merkt man, wird vielleicht ein bisschen schneller. Mal schön langsam bleiben. Fünf. Den sechsten. Einfach genießen. Und wieder hoch. Schön langsam.
den 7.8, 9. Und 10. So, also ein paar Monaten machen wir das 36 Mal. Jetzt sollen wir es erstmal bei 10 Mal belassen. So, ja, alles hier. Aber ihr merkt schon, ganz langsame Bewegung, ganz vorne und da, wo ihr Schmerzen habt, die gehen raus. Das sind energetische Blockaden, muss fließen. Also ja, ich bin auch nicht hundertprozentig frei, gebe ich ja ehrlich zu. Öffnen wir wieder unsere Füße. Atmen. Geht ein bisschen runter. Je tiefer, desto besser. Jetzt machen wir unsere Arme in einem Kreis. Fingerspitzen berühren sich, so energetisch. Unten Rücken gerade. Und ja, je tiefer, desto besser bleiben wir stehen. Die Arme sind horizontal zum Boden. Wenn ihr jetzt am besten ist, ihr quatscht dabei nicht, so wie ich das ja extra für euch jetzt mache. Am besten ist wie bei allen Übungen, Zunge an den Gaumen, Gedanken in den Dungeon, Konzentration in den Dungeon. Atmen mit den Dungeon. Manche von euch werden vielleicht merken, diese Energiesäule, die ihr hier umarmt. Tiefer, ja. Bachamas, Sirvemas, sagt der Meister immer. Je tiefer, desto besser, desto mehr Wirkung. Man merkt ja auch aus den Knien. Kommen die Gifte raus, die alte Energie. Ich mache, um länger durchzuhalten, ja, wirklich immer diese Konzentration auf den Dungeon und auf die Atmung. Jetzt kann ich nehme das schon mal vorweg, um die Zeit ein bisschen zu überbrücken. Wir machen, wenn wir anfangen zu meditieren, wir haben jetzt hier immer schon angefangen, wir machen die Augen zusammen, gucken bei der Ausatmung auf unsere Nasenspitze, unseren Danjun, auf unseren Danjon, bis
zur Höhle des Lebens und des Todes, was bei den Männern die Hoden sind, bei den Frauen die Ovarien, die Eierstöcke. Und dann wandert von dort die Energie über unseren Perineo. Das ist ein Punkt zwischen Anus und Geschlechtsteil, da ist wirklich eine Kuhle drin, zum Steißbein und dann noch in der Einatmung mit dem Steißbein geht die Energie durch die Mitte der Wirbelsäule hoch bis dort, bis zu unserem letzten Wirbel. Dort nehmen wir die Augen, gucken nach hinten, führen die hoch zu unserer Schädeldecke, zu unserer Corona, zu unserer Krone. Von dort aus zu unserem dritten Auge. Und von dort aus geht es dann wieder los. Nasenspitze, bei der Ausatmung wieder nach unten. Ausatmen. Einatmen. Und dieser innere Energiekreislauf, da vielleicht die Leute, die sich mit Yoga schon mal beschäftigt haben, wird kleines Fahrzeug, kleines Vehikel genannt. Das ist das kleine Energievehikel. Und wenn man das ausgebildet hat, also da gibt es Verstopfung, und das wird zum Teil schmerzhaft in der Meditation, wird es geöffnet. Dann kann man sich so Energie machen. Das ist irgendwie, man zapft die Energie der Natur dabei an, genau wie mit solchen Übungen. Wenn wir jetzt hier dabei die ganze Zeit diese Einatmung machen, deswegen machen wir auch diese inverse Atmung. Weil normalerweise ist ja beim Einatmen aufblähen, beim Ausatmen zusammenziehen. Wenn wir aber die inverse Atmung machen, einatmen, Bauch zusammen, ausatmen, Bauch aufblähen, dann ist es diese Atmung für dieses kleine Vehikel. Und da kommt dann, ich weiß jetzt ein bisschen Werbung für Wald, was wir machen. Am Anfang ist dieses kleine Vehikel, was wir durch den Körper fließen lassen, gasförmig. Und das machen wir dann über interne Alchemie, indem wir dann unseren süßen Speichel nehmen und unsere Samen oder unsere Geschlechtsflüssigkeiten. Wir vermischen das im Dungeon und machen dann noch Hitze und nehmen uns dann auch noch die Essenz von der Erde und vom Himmel und mischen die zusammen. Und dann wird es mehr erhitzt und dann haben wir auf einmal Liquido Medicinal, Medizinflüssigkeit, die wir durch den Körper kreisen lassen. Und wenn wir noch mehr Energie haben, dann wird diese Energie verfestigt zu der goldenen Blüte, zu dem goldenen Samen, den wir uns entstehen lassen können. Und wenn wir so weit sind, dann sind wir, also ich bin noch nicht bei dem Samen. Dann müssen wir, das ist jetzt die nächste Stufe, aber ich werde euch das bald erklären können, wenn ich eine gute Hoffnung. Und dann können wir auch gemeinsam diese Schritte gehen und ja, es ist fantastisch. So, ihr steht alle noch so hoffentlich. Wenn wir jetzt aus, kommt wieder hoch, ausschütteln. Energie nochmal einfassen. Füße zusammen. Also wie gesagt, Charming Yoga. Wenn ihr das macht, 10 Minuten jeden Tag und steigert, Knackpo, toller Bauch und alles, was man haben möchte zu seiner Bikini-Figur, wird dabei ausgebildet. Und ja, ich glaube, ich mache es mir jetzt ein bisschen gemütlich. Also mein Baum, der ist ja hier und auch über mir, den ich ja vermisst habe. Und dann erzähle ich euch gleich die Geschichte, weil es geht ja auch um den Baum. Ich bleibe am besten gleich stehen, weil ja, das geht ja auch um exakt diesen Baum. Ich habe ja gesagt, dass hier ganz viele Waldbrände waren und davor haben auch die Feuerwehrmänner, die haben hier so Brandschneisen reingebrannt, dass nicht die Dörfer angegriffen werden. Und der Baum, wo meine ersten Videos waren, das ist der Baum, da bin ich jeden Morgen hingegangen und habe dann jeden Morgen Qigong del Árbol, Qigong mit dem Baum
dort gemacht. Das wollte ich eigentlich heute zeigen, aber da brauchen wir noch ein anderes Qigong vorher. Das ist Qigong des Gleichgewichts, Equilibrio. Und deswegen machen wir uns Qigong mit der Sonne heute. Und dann war ich wirklich über Monate jeden Morgen zu Sonnenaufgang da, da Qigong gemacht. Und dann haben die Feuerwehrleute da eine Brandschneise direkt neben meinem Baum dahin gemacht. Und war ich natürlich total verzweifelt. Der Meister hat auch gesagt, nee, da wo es so Orte, wo so Feuer war und so ein schlechte Energie, da darf ich jetzt erstmal nicht mehr aufsuchen, bis es einmal richtig kräftig geregnet hat. Und dann kann man diese Orte auch wieder besuchen, wo die schlechte Energien weggewaschen. Und ich hab da jetzt nicht weiter nachgefragt, ich habe das erstmal akzeptiert und habe mir dann hier, musste ich einen neuen Baum suchen und man tauscht Energien aus, wie mit seinem Partner, wie mit anderen Menschen. Und das heißt, man gibt dem Liebe und man nimmt dessen Liebe. Das ist ja die Energie. Diese feinstoffliche Energie ist meines Erkenntnisstands zufolge, um es mal vorsichtig auszudrücken, ist Liebe. Und ist die Energie, was hier alles zusammenhält. Und wenn denn diese Energie strömt, ist es wie mit einem Partner. Und als ich dann auf einmal den Baum verlassen sollte, dachte ich, das ist wie seine Partnerin. Ich darf auf einmal die nicht mehr sehen. Und was mache ich? Dann muss ich mir eine neue suchen. Und ja, total schwer. Wir haben immer noch an den alten Baum. Wir sind jetzt unter uns, deswegen. Es hört sich verrückt an, aber ja, das ist wie bei der Partnersuche. Dann sagst du mal, ah, ja, die ist schön. Oh, der Vor war viel schöner und viel besser. Und wieso bin ich jetzt getrennt von ihr? Und schrecklich. Und dann hatte ich ja hier diesen wundervollen Baum gefunden und hier diesen schönen Ort. Und ja, dann waren auf einmal, haben hier die Waldbrände angefangen. Dann bin ich, einmal sind wir geflohen, dann sind wir nochmal geflohen. Beim zweiten Mal war ich ja dann am Strand. Da habe ich ja dieses Video gemacht. Und dann beim dritten Mal waren wir ganz fast an der Ostküste gewesen, das ewige Fahrt. Und dann beim vierten Mal sind wir noch von meiner Liebsten, die Oma, habe ich einmal gesagt, die hatte 15 Kinder. Und ja, deswegen hat sie auch, meine Liebste hat jede Menge Tanten und Onkels. Und die haben wir dann wirklich alle besucht, also fast, kommt mir so vor. So, jetzt sind wir so seit 2 Wochen hier mal wieder an einem Ort. Und deswegen habe ich auch letzten Montag hier wieder angefangen, wollte wieder schön in den Wald, wollte zum Baum und mein Qigong machen und bin dann hier so hochgelaufen und dann dachte ich mir wieder, oh, der neue Baum, der ist ja ganz schön, aber perfekt ist er nicht und mein anderer Baum, den ich vorher hatte, der war ja so toll und jetzt hat es ja auch schon ein bisschen geregnet und vielleicht kann ich ja dann dahin, aber hier der neue Weg ist aber eigentlich auch viel schöner, weil da komme ich davor durch, so einen schönen Nadelwald, der ist so voller Energie und ich spüre das richtig und die anderen Bäume, ja. Und ja, wieso kann ich nicht zu meinem alten Baum? Ach, das ist doch gemein und das ist doch ungerecht und was soll denn das? Und naja, und dann habe ich halt nochmal so geguckt, halt wie nach einer neuen Partnerin und so. Guckt man halt bei so einem Baum, wie viel Holz hat der vor der Hütte? Ist der schön knackig und ja, und dann habe ich mir gedacht, findest du noch einen besseren? Und dann noch mal geguckt und so. Und dann da, ah, ein bisschen schiefe Zähne. Und dann da, ein bisschen, dann habe ich mir verschiedene Bäume angeguckt und bin dann hier so angekommen bei dem wunderschönen Baum hier. Ja, danke. Und war immer noch so, oh, ich möchte aber eigentlich zu meinem alten Baum und das ist doch alles so gemein. Und obwohl es da so schön war, bis auf diesen Sonnenaufgang. Und dann sehe ich, denn hier, da direkt hinter der Kamera, da wird der Himmel auf einmal so rot. Und so vor 2 Monaten war der Sonnenaufgang immer noch ein bisschen weiter hier. Und da ist so ein Hügel. Das heißt, wenn da die Sonne rübergekommen ist, da war dann auch immer schon so das Licht ein bisschen orange, gelb und so gewesen. Und dann sehe ich da dahin und dann sehe ich da, das ist noch so ein anderer Baum und da drüber auf einmal kommt die rote Sonne da so vor und ist total herrlich. Und ich dachte, ah,
Idiot. Wie konnte ich daran zweifeln? Natürlich ist hier der perfekte Ort. Natürlich ist hier die perfekte Zeit. Und es musste halt da erst brennen, irgendwie, dass ich hier hinkomme und dieses wundervolle Erlebnis haben. Und habe ich losgeheult. Und wieso muss ich denn diese Trennungsschmerzen haben, um dann jetzt sowas Perfektes zu haben? Und jetzt ist es aber so schön und so perfekt. Und also wirklich die Tränen sind mir gelaufen. Ich habe dann ja Qigong gleich gemacht mit der aufgehenden Sonne, weil ich gleich zeigen werde. Und dann habe ich jetzt weiter geheult. Und es war so glücklich, war so froh. Und war all diese, und dann ist mir auch eingefallen, all meine Ex-Freundinnen, der ganze Schmerz mit diesen ganzen Trennungen, war so schrecklich in diesen Momenten. Aber das alles war notwendig dafür, dass ich halt jetzt in diesem perfekten Moment an diesem perfekten Ort bin und dass ich jetzt diese wundervolle Familie habe. Und ja, meine Frau natürlich auch immer wieder Herausforderung, um auch mit den Kindern und die großzuziehen. Und weitergeheult. Und dachte mir, naja, ja, schön. Und ja, danke auch an alle diese Frauen, die mich auf dem Weg begleitet haben und von denen ich auch was gelernt habe und immer weiter entwickelt, wo es halt noch nicht so weit war. Und dann diese schmerzliche Erfahrung, die wir jeweils beide dann da durchmachen mussten. Und dann bin ich weitergegangen und dieser Schmerz, als meine Eltern sich haben scheiden lassen und ich auf einmal ganz hin und her gerissen war. Wie jetzt kann nicht mehr bei meinem Vater sein und bei meiner Mutter. Musste mich trennen. Hat auch da riesig wehgetan. Aber auch das hatte ja auch einen Grund. Musste ich in meinem Leben diese karmische Erfahrung machen, um dann jetzt auf einmal hier zu sein? Und war noch schlimmer geheult. Und dieser Trennungsschmerz von meiner Mutter, von meinen Eltern, als ich in die Kinderkrippe gesteckt wurde, dass ich dort geschrien habe, meine Eltern mich alleine gelassen haben. Oder als ich mit 3,5 Monaten abgestillt wurde und nicht mehr an die Brust meiner Mutter konnte, weil ich da auch geschrien habe. Und diese Schmerzen und ja, und dann die Trennung nach der Geburt, wo ich erstmal von meiner Mutter getrennt wurde. Mein Vater wäre eh noch in Ungarn gewesen zu der Zeit, als ich in Leipzig geboren bin, vor 40 Jahren, an diesem Tag, an dem dieses Video jetzt veröffentlicht wird. Und damals habe ich auch gesagt, die Kinder wurden erstmal in einen anderen Raum gebracht. Bei mir war es auch ein ganz anderes Gebäude, wo ich erstmal hingebracht wurde. Dass die Mütter sich erstmal, wie ich da geschrien habe, die ganzen Trennungsschmerzen, dass mir diese ganze Angst vor der Trennung. Jetzt ist mir bewusst geworden, dass diese ganze Angst, die ich auch vorher in diesen Beziehungen mit mir rumgeschleppt habe, dass diese Angst ja völlig unnötig ist, weil ich bin sicher und aufgehoben. Da ist eine, ja, das etwas, was mich führt, was mir die Sicherheit gibt und wem ich vertrauen kann und wo ich auch wie man so schön sagt, die Zügel loslassen kann und mich einfach von dieser Energie, was im Endeffekt wirklich die Energie der Liebe ist,
von der man sich führen lassen kann. Und ja, dieses Vertrauen, was ich vorher nicht hatte und was ich in diesem Moment dann nochmal gewinnen konnte, oh, ich merke, es kommt schon wieder. Es ist so schön. Es ist so schwer. Und dass wir dafür so viel durchmachen müssen, um diese Erkenntnis zu haben und diese Liebe zu spüren, die überall um uns drum herum ist. Da bin ich wirklich allen Menschen, denen ich begegnet bin, bisher auf meinem Weg, wundervoll dankbar. Meinen Eltern möchte ich in diesem Moment, an diesem Tag auch nochmal besonders danken. Dafür, dass ich da bin. Dafür, dass ich hier sein kann. Dafür, dass ich das alles lernen darf. Und dass ich so ein schönes Leben. Ich mache auch gerade. Das ist gerade das alles. Ich bin in einem richtigen krassen Prozess drin. Wir machen hier einen Intensivlehrgang, was ich hier jetzt lernen kann. Was möglich ist. Wo viele sagen, das ist übernatürlich. Wieso habe ich so ein Glück, dass ich sowas lernen darf? Und ja, ich möchte euch ja das auch mitgeben. Dieses Glück, dieses Wissen, was Jahrtausende alt ist. Was die Liebe öffnet, die ganzen Kanäle. Ich habe bei uns, ich habe Partner gespürt, wie die Energie und was da für eine Hitze entsteht und was ich kann spüren, wie ein Partner, den ich heile, was da in dem vorgeht, wo dessen Schmerzen sind, noch nicht wo dessen Schmerzen noch nicht sind, aber ich kann spüren, wie sie auf mich übergehen schon und wie ich diese denn halt hier, ich gebe dir den Baum dann weiter, dafür mache ich das alles, um die Energie dann wieder aufzuladen und dann von anderen Menschen die Sachen zu lösen. Und natürlich dafür muss ich auch erstmal meine ganzen Sachen lösen. Ah, und ich bin jetzt genau die Sonne, ich bin wieder da. Und ja, ich bin einfach nur dankbar, dass ich sowas erleben kann und dass ich mich so befreien kann von diesen ganzen Ängsten. Also so viele sind es ja nicht, aber wirklich tief drin. Und ich wünsche euch das auch. Es ist ein wunderschönes Gefühl. Und ich verabschiede mich noch nicht jetzt von euch, sondern ich genieße es erstmal. Ich schaue erstmal noch mal kurz in mich rein und werde euch dann noch mal das Qigong mit der Sonne, wo bei mir ja, die Dämme gebrochen, sagt man ja, wo die Staudämme, die energetischen Staudämme für diese Angst, für diese energetische Blockade, die ich hatte, gebrochen sind. Und ja, und wo ich auch jeden Morgen hier das Glück habe, hier zu sein und mich so energetisch aufladen kann. Und ich bin sicher, ihr könnt auch dieses Glück haben und auch diese Energie spüren. Und ihr seht ja, bei mir ist das jetzt mit diesem Baum. Und dadurch bin ich erst auf diese ganzen Erkenntnisse in mir gekommen und auf die Befreiung. Und jeder hat da seinen anderen Prozess. Ich habe ja auch bei dieser einen Meditation, habe ich ja auch mal, wo ich mich von dieser ganzen Gewalt, der häuslichen Gewalt in meiner Kindheit, wo ich mich davon, von diesen Ängsten befreit habe und von dieser Furcht und von diesen Blockaden, die ich dadurch aufgebaut habe, davon habe ich euch ja schon mal erzählt. Und es ist halt jedes Mal, sind es andere Wege. Und mit dem wir vorher nicht rechnen, dann kommt es auch immer so plötzlich. Und das ist so schön. Und ja, ich bitte jetzt mal kurz nochmal um Zeit. Ich schaue jetzt nochmal um mich hier rein.
werde diesen Moment genießen, nochmal meditieren. Ja, meine Familie gibt mir heute die Zeit, dass ich auch hier das mit euch teilen kann. Und ja, ich freue mich bis gleich. Tschüss. Ja, da bin ich wieder. Kleine Meditation. Hat ein bisschen angefangen hier zu tröpfeln, deswegen habe ich dann aufgehört. Und dann machen wir jetzt noch rasch, bevor es hier richtig anfängt zu regnen, Qigong del Sol. Ja, weil wir wollen ja hier nicht uns wirklich krank machen, wir wollen ja gesund bleiben. Deswegen, also wir nehmen die Hände an die Seite, öffnen die Beine, stehen wieder hier in unserem, wo die Füße so nach hier haben, nehmen die Energie von der Erde, die Energie des Himmels, nehmen die in uns auf. Führen sie zu uns, unser Herz, gehen vor unser drittes Auge, reiben einmal so, einmal so, einmal so und gucken dann, also über unsere Handchakren nehmen wir so die Energie der Sonne auf. Die Sonne ist jetzt da, wo ihr seid, normalerweise. Und wir können, also wir machen das meistens bei Sonnenaufgang und bei Sonnenuntergang. Und wir gucken, also mit offenen Augen, wir gucken durch unsere Finger durch. Und ja, die Sonne ist noch nicht schädlich um solche Uhrzeiten. Bei Sonnenuntergang ist sie vielleicht nicht so ganz sauber. Bei Sonnenaufgang ist alles wunderschön sauber. Deswegen empfehle ich euch immer bei Sonnenaufgang, atmet natürlich schön ein in euren Dajong. Zunge an Paladar, an den Gaumen und ja, dann spürt mal, wie die Energie fließt. So, und jetzt werde ich mich schnell vor dem Regen in Sicherheit bringen. Ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt. Ich danke euch auch, ich kenne ja die meisten, die zuschauen, persönlich. Ja, ich danke, dass ihr ein Teil meines Lebens seid, gewesen seid und sein werdet. Und ja, ich bin sehr glücklich. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch alles Beste. Bleibt gesund, bleibt glücklich. Und ja, ich wünsche jedem maximale Erfolge in der Selbstfindung. Und in der Öffnung und in der eigenen Befreiung. Und ja, in diesem Sinne, jetzt aber schnell. Viel Spaß. Tschüss. Euer Anton.